Eben hat die Stadtverwaltung angerufen. Sie erteilen uns die Genehmigung, die nördlichen Bushaltestellen wieder in Betrieb zu nehmen. Gute Arbeit. Ich möchte dir gern Peter Baumann vorstellen. Er hat den Wunsch geäußert, zukünftig mit uns zusammenzuarbeiten. Ganz richtig, hallo. Ich habe euer Projekt bisher sehr gespannt verfolgt. Ich bin Sprecher der Handelskammer und wir möchten das Mobilitätsnetzwerk zwischen unserer Stadt, den angrenzenden Dörfern, Freizeitarealen und dem Businesspark optimieren, um die Lebens- und Arbeitsqualität der Menschen zu verbessern. Wenn ihr uns dabei helfen würdet, könnten wir mit der Stadtverwaltung verhandeln, um die Agricultural Area im Osten der Stadt für neue Strecken zu öffnen. Das klingt gut. Ich schlage vor, mit der Erstellung von Rundstrecken zu beginnen, denn die eignen sich sehr gut, um viele Passagiere hin- und zurückzubringen. Das stimmt und so habe ich natürlich auch geschafft, die Zahl endlich zu erreichen. Leute, wir kommen wieder hier zurück zum sechsten Part von natürlich Bus-Simulator. Wir sehen die Aufgaben, die wir haben, auch hier die Fahrstrecke Benutzerfahrer, um Einkommen auf zwei Strecken zu generieren. Wir haben 22.000 und das erste, was ich mache, ich werde erstmal mir einen neuen Bus holen, denn wenn ein Bus neu da ist, dann hole ich mir und es ist ein neuer und zwar der Line City A37 von MAN. Schick, 240.000 können wir uns natürlich ohne Probleme leisten. Bauen den natürlich noch mit dem Mansi Gelb und Schwarz, so wie wir den haben. Den Innenbereich haben wir bloß Standard drin. Skins möchte ich keine haben, auch wenn wir da schon viel neu haben. Aber gefallen tut mir da nicht so und deswegen lassen wir das mal. So. Titel möchte ich nicht und deswegen anwenden. Schön City, der Unterschied zwischen denen, die Höhe alleine, 12 Meter. Der ist kürzer, 39 und dafür der 8 Stehplätze nur. Okay, gut. Dann müssen wir eine neue Strecke erstellen. Freut mich, wir müssen mal gucken und zwar möchte ich die anheften. Neue Strecke. Ach, das bleibt sogar. Gut, okay. Und zwar ist es erstmal der C-Bus. Wir sind Octonville. Octonville, Siegwalden. Und dann Business Park. So, dann können wir glaube ich hier so drehen. Fahren wir so rein. Jo, das reicht. Und das ist okay, das ist die Oakstraßen-Arbeitergasse. Weiter Weg bis dorthin. Speichern. Dann wollen wir erstmal noch einen Fahrer uns einstellen. Guck mal, wir haben nur Lehrlinge. Oh, hier sind Gesellen. Wir gucken mal kurz, ob jemand hier vielleicht irgendwas mit Bus ist. Kopfrechnen ist scheiße, denn naja. In der ersten Klasse. Okay, den stellen wir natürlich ein. In der ersten Klasse schon Bus. Oh, wir haben hier sogar einen Gesellen schon. Die Tanja. Streckenplanung, Fahrer zuweisen. Das ist die hier. Mit dem hier und den Line City benutzen wir selber. Und den fahren wir selber. Fahren. Oh, und wie soll man den nochmal fahren? Das ist natürlich die größte Frage. Fahrt im Rund, okay. Ich hab doch. Bei Octonville. Oder zählt die hier nicht dazu? Hm.
Da eine Strecke mit... Ach so, ja, okay, verstanden. Und speichern. Und die sind wir jetzt im Rund. Burgstraße Südspeicher. Im Rundmodus. Rundfahrt an. Tagsüber, da fahren nämlich die meisten mit und dann haben wir hier unseren neuen Bus. Wir fahren natürlich von Anfang an die Strecke. Leute, es gibt viel zu erzählen. Ich habe ja jetzt ein bisschen fahren müssen. Und eine Fahrt war nur im Minus gewesen. Es war eine totale Minusfahrt gewesen. Drei Tür. Oh, das ist so ein Bus. Oh, die finde ich geil. Mit hier hinten so eine Treppe. Das geil. Ich liebe sowas hier hinten liebe ich nochmal. Oh, der Bus sieht schon geil aus. Wir haben sogar hier ein kleines Türchen. So, wir machen das Fahrerfenster mal auf. So. Um natürlich gleich den Sound zu hören. Jetzt haben wir sogar drei Türen. Müssen wir dran denken. So. Und dann... Oh. Wo sind die? Das ist eine neue Halle. Neue Halle. Alter, ist das geil. Sieht das geil hier aus. Und der Tür sieht auch richtig... Oh mein... Fucking holy shit. Und der Kiesamblen geht gerade nicht und da. Kinder, fahren wir mal vor. Ja, das ist durch, das ist gut. Die andere Straße von Einbahnstraße. Ach, wie geil sieht das denn hier bitte aus? Wenn der MAN sieht hier. Oh, ey, das ist doch gleich Orgasmusstörung hier. Eieiei. Nee, der eine Fahrt wollte ich nämlich noch aufnehmen. Da wurde ich nämlich, gab es einen Unfall. Oder einen Unfall nicht. Wurde eine Haltestelle gewartet. Da bin ich sogar vorbeigefahren. Die wurde komplett auseinandergetroppt. Und da wurde mir gesagt, okay, du fährst mal 10 Minuten weiter. Und fährst einfach mal zum Fischhafen. 10 Minuten waren es nicht, aber... Das waren trotzdem ein paar Minütchen. Ach ja. So. Die Stadt sieht schön geil aus hier drinnen. Ah, ich weiß echt nicht, ob ich mich hier trauen würde, hier lang zu fahren mit dem Gelenkbus. Alles also, dir noch was. Sollen wir erstmal wieder meinen, das... Nee, halt, noch nicht. Nächster rein.
Fußgänger hatten auch bringen, habe ich in der Zeit. Oh, das war zu schnell gebremst. Also weit, weit weg. Mikrofon. Achso, und dann ist mir aufgefallen, was auch noch geht. Fahrzeugschalter, Grenz, mittlere Tür, vordere Tür, hintere Tür. Kann man alles einsehen, das ist geil. Oh, ich weiß echt nicht, wo wir hier sind. Ich wurde eben dadurch auch auf die Autobahn hochgeschickt, das ist sowas von geil. Ah, okay, hier hinten kommt man. Okay. Das war jetzt die Stadt. Jetzt fahren wir hinten rein. Okay. Bin immer gespannt, wie die Leute hier so, ich sag jetzt mal, ankommen. Wie es dir gefällt. So, und ja, Rundkurs, wir drehen hier dann um und kommen wieder hier hin. Gut, vorhin schon gefragt, ob das Spiel besser ist als der Fernbus. Ja, ja, ja. Da kann ich leider nichts dazu sagen, weil im Fernbus habe ich nie gespielt. Ja, nur gut, ey. Geht dann vielleicht noch perfekt da. Jetzt haben wir ja noch Zeit, deswegen können wir mal gucken. Ich habe vorhin sehr, sehr viele gehabt, die keine Fahrkarte hatten. Jetzt habe ich die dritte Tür nicht aufgemacht, deswegen habe ich mich schon gewundert, aber hat ja gereicht. Okay, jetzt ist eine sinnliche Kleinstadt hier so. Ja, ich war schon mal in das Punkt gekommen. Das Stück hätte man laufen können. Jetzt alle Türen auf. Oh. Das ist ja Gasverstörung hier. Oh. So. Aber ganz natürlich vergessen jetzt natürlich diese Bestaunung des neuen Busses, den ich bisher mit am schönsten finde von allen. Als Zetra bin ich vorsichtig los bin, weil schön fände ich ihn jetzt nicht. Jetzt habe ich was gedacht. Ich muss hier nicht hin, deswegen habe ich mich schon gewundert. Tschüss. Eine Fahrkarte. Ja, das ist neu, sehr damit. Man sieht zwar kaum was in den Spiegeln richtig, aber Bus gehen, so viele Leute wie es hier sind.
perfekte Halteposition sogar. Wo hab ich denn? Klar. Hier ist die Fahrkarte. Wo hat Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen? Hier. Okay. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Gut, okay. Da haben wir alle Fahrkarten. Ich muss sagen, mit der Tastatur zu spielen, außer das Lenken, macht es echt viel Spaß, weil du hast ja den Griffel. Wobei die Tastatur jetzt so einzeln drücken musst, zum Beispiel. Och man. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Ah, hier. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Oh, das wollte doch nicht deine... Doch nicht deine fucking Fahrkarte sehen. Ich wollte einfach nur, dass du die scheiß Musik lesen musst. Schlagloch. Das habe ich zwar gesehen, aber mit 40 darf man nicht mal höher fahren. Jetzt wissen. Jetzt fahren wir sogar 70, also. Chillig, chillig, Macarino. Wer weiß, was das hier ist? Eine Pfütze eigentlich nur. Schick, schick, schick. So. Da müssen wir. Wir haben 3:30 bei mir. Ich möchte noch was ein komplett neues aufnehmen, arbeite ich auch noch und dann arbeite ich auch noch. Und nein, nicht Spoiler. Ja. So, weil man hier reinblinken muss, also, gibt's hier trotzdem, ich sage jetzt mal, so eine Art Bonuspunkte. Wo man natürlich im echten Leben nichts blinkern tut, auch schon. Ja, also ich habe schon ein paar Sachen jetzt erlebt, auch alleine, wo ich jetzt alleine gekommen bin, in dieser Haltestelle wird gewartet. Hab einen halb vollen Bus fast gehabt und bin bis zum Hafen gefahren und habe sogar ein Auto rausrufen müssen. Wer weiß, was noch alles passiert. Ich dachte mir jedenfalls, jetzt muss ich wieder dabei sein. Wir haben ein neues Fahrzeug, ich habe es geschafft. Hat natürlich jetzt wieder eine kleine Anstrengung gedauert. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Weil ich natürlich erstmal wieder das einstellen muss, aber hat geklappt, wunderbar. Schick, schick. Jetzt müsste man laut Rundstrecke genau da umdrehen und dann zurückfahren. Die Haltestelle. Hier gibt es trotzdem so einen kleinen Endspiel-Grafikfehler. Die Ruckler kann ich mir gerade nicht vorstellen, warum die sind. Oder jedenfalls nicht von mir. Keine Ahnung. Und da warten sogar schon die Leute zurück. Dämlich und wieder. Ich bin jede Sekunde da drüben. Warum steckt die hier schon ein? Fast näher am Bus, okay. Jo, einzeln Standard Schippe Frau. Danke. Aber erstmal gucken. Sieht so aus, dass alle eingestiegen sind. Gut, da will ich mich nicht länger warten. Ach, wir müssen auch hier den Südspeicher. Oh. Ja, das tut mir jetzt leid. Ich kann das Wochenende kaum mehr machen. Ja, weil er nicht ausgestiegen ist. Da ist mein anderer Bus. Welcher ist denn das? Das Zetra oder der MAN? Das passt aus wie der Zetra. Nee, sogar der Mercedes.
So, dann warten wir jetzt ab. Oh, tut mir leid. Ja. Ich muss sie verloren haben. Klar. Das habe ich Ihnen schon gezeigt. Das ist mir leid, so wenn die Frauen so die Eltern hier kassieren muss. Auch wenn das nur ein Spiel ist, aber ich bin einer, den tut das trotzdem noch so ein bisschen was leid. Warum kann man noch 2 Sekunden aussteigen hier? Okay, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das ist ein geiles Spiel. Auch wenn es ganz schön Performance frisst irgendwie. In 2 Sekunden leckt mich am Probel. Oh, das hat sie gemeint. Eieieiei. Das war knapp. Also Blitzer, ich war 49. Also nicht zu schnell, passt. Ah, neues Projekt, wie gesagt, kommt auch noch. Welches ist das, werdet ihr bald erfahren. Es wird viel, hoffentlich. Also, wie es bearbeitet wird, also das weiß ich echt noch nicht. Nur die erste Folge kann ich mir gut vorstellen, wie die gemacht wird. Nicht abkassiert. Sehr gut. Wie gesagt, aber ich muss mich auch noch vorbereiten. Es ist viel jetzt sowas. Gestern Abend hatte ich keine Lust mehr auf irgendwas. Wo mir extrem langweilig war. Ich habe mir kein Spiel kaufen wollte, aber... Es gibt noch eine Sache, die ich mir jetzt kaufe, durch den Summer Sale. Aber ich muss gucken, wie lange der Summer Sale endet. Da hole ich mir nämlich nach. Wer hätte gedacht? Ja. Eurotrack Simulator Italia. Dann können wir auch noch im Eurotrack Simulator ein bisschen nach Italien fahren. Tut mir leid, da habe ich die Vorfahrt genommen. Auch wenn ich Zeit noch gehabt hätte. Der hat mich noch angeguckt. Ich hab mir Angst gemacht. Ich brauche eine Fahrt. Ich wollte eigentlich einen Automaten. So, eine Woche Standard 1 Cent 2 Euro. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Okay, die Frau hat ein bisschen Probleme gerade gehabt. Senioros Spontaneous. Sie kriegen 3 Euro. Danke. So. Oh, genau pünktlich. Und jetzt geht das Zeug auf Land. Dann war es das auch schon mit diesem Partner wieder nach. Das verdaut natürlich jetzt noch eine Weile. Alles klar. Man kann ich noch wieder erzählen, Gamescom. 2 Monate. Freu, freu, freu. Extrem, extrem, extrem. Und meine Mäuse werden eine Zeit dann bei meinen Eltern sein. Große Weinerei, aber ich habe heute versucht sie zu misten. Das ist ein Riesenproblem mit 3 Mäusen. Die zu misten. So, auf meine Marat. Weil ich möchte, dass die Tiere keinen Stress haben sollen und so. Und deswegen selbstständig in die Transportbox gehen sollen. Ihr wisst, wie ich das meine. Da werden sie in 5 Minuten empfangen. Und meine Mutter, die hat doch gesagt, die fesseln nicht an. Problem ist nur erstmal, die wollen nicht so leicht raus. Zweites Problem, ich habe einen Käfig, da bei 3 Mäusen. Wenn es da immer sich falsch bewegt, die springen die sofort raus. Und das ist ein kleines Problem, würde ich sagen. Das heißt, wie die es dann macht, muss ich ja rausfinden. What the fuck? Okay, das war ein dickes Schlagloch. Also, theoretisch müsste man sie fangen und in den zweiten Käfig reintun, den ich noch besitze. In der Zeit.
aber ich habe noch 2 Monate Zeit, um mir was zu überlegen. Den Bus hätte ich jetzt nicht einstellen wollen. Ist gut. Schlagloch nach vorne, ist gut. Achso, die säuft. Kann ich bitte eine... Sie versperren die Tür. Kann ich bitte eine... Sie versperren die Tür. Das ist mir egal, weil ich habe so viel Zeit. Da kann ich gleich nochmal kontrollieren gehen. Danke. Hier. Augenblick. Bitte. Na, ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gesagt, klar. Hier, bitte. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist der Foto. Ja, ich will kein Foto von der Maus. Von hier, ich nahm. So. The Lion City. Was passiert überhaupt, wenn ich auf die Straße laufe? Okay. Wer teleportiert. Willst du wissen? Ja, man wäre schneller. Ach, scheiß drauf, ich fahr weiter. Ich will jetzt nicht gerade auf realistisch. Oder auf... Wer ist das? Ich glaube nicht. Die Leute nach dem Ruf gehen, wenn man zu früh losfährt. Eine Fahrkarte bitte. Jo, eine einzelne Standard Drachen. 2,80 €. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Jo, eine Tagesstand. Okay, merkt irgendwas, ist mir da gelaufen. Oh, ja, hat geleckt. Eine einzelne Studentin, haben Sie einen Freund? Ich würde mich sehr gerne anbieten, ich bin auch sehr günstig. Machen wir das hier, dann machen wir das hier. Ja, Lütchen zu. Wenn ich jemand vergessen habe, dann soll er mich mal am Hobel. Ah, ja, wir sind ja gleich da. Mit der Lautmusik am liebsten auswerfen jetzt. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Oh, der hat sogar so viel Vertrauen in uns, der will sogar 2 Wochen mindestens fahren. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Einzeln sind wir aus. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Dort. Au. Sehr freundlich, dass Sie mich freiwillig ausgelassen haben. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte. Hab ich Ihnen? Was? Na klar, Sie haben meine Hier ist die Fahrkarte. Wie oft? Sie haben... Hab ich Ihnen schon gezeigt. Okay, tut mir leid, dass ihr so akku seid, aber... Sehen wir die letzte Haltestelle. Warum? Das Ganze ist nicht rüber. Das wäre zu einem Einladen.
weniger konkret gesetzt. Ich fahre nicht bis in die Stadt wieder rein. Ich beende hier gleich die Fahrt an, ob wir die Mission jetzt geschafft haben. Schauen wir uns alles an. Gucken, ob hier irgendwas rumliegt. Jo. Also aufstehen sieht auch gut aus, die Animation. Und wir enden. Okay, dass ich das gemacht habe, weiß ich nicht. Eine Kollision, okay. Okay. So, dann gucken wir mal Streckenplanung. Das heißt, wir brauchen nur noch... Das haben wir locker. Und wir haben Werbung ab nächsten Mal. Das heißt, wir brauchen noch das machen und dann haben wir das geschafft. Leute, ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, kommt dann oben nach oben. Wenn nicht, dann nach unten schreibt, dann kommt darüber. Mehr davon sehen wir auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Wir gucken mal, wartet der Gewinn, bestes Ergebnis. Großer Unterschied. Ciao, ciao.